Willkommen zurück bei World War 2. So, den Sniper haben wir gerade ausgeschaltet. Der ging uns ganz schön auf die Nüsse. Und jetzt geht's weiter zum Sammelpunkt. Hoffe ich doch mal. Wo ist jetzt Turner hin? Vorne. Er rennt aber vor, wie so blöder. Schüsse! Unsere Jungs müssen in der Nähe sein. Go, go, go. Verstanden, Sir. Muss nachladen. Wir haben irgendwas vor. Brücke vor. Abi. Sie gehen auf der Deckung. Halt die Helfer. Fällt mir überhaupt nicht hier. Au. Das war nicht nett von euch. MG-Typ, Alter. Bin leer! Lade nach! Etwas Munition, Daniel! Munition wäre geil, wo bist du? Ja, bereit für Munition! Das ist für Sie, Private! Das ist nett. Alter. Aber der Turner lässt mir keinen Platz hier in der Deckung. Ist nicht so gut. Jetzt bin ich gleich im Arsch. War der von mir? Alter. Medipack, das wollte ich nur haben. Oh ne, das soll ich nicht tun. Ich soll ein bisschen näher ran. Alter. Alter, Alter, Alter! Ich hab eine Granate hingeschmissen. Sollte mal. Da war es im Weg, Turner. Oh, da ist auch noch einer. Turner, das war knapp.
rennen einem immer ins Schussfeld. Also soll man sich wundern, wenn man die... wenn man die trifft. Ist hier oben irgendwo... Oh, ein bisschen Rauch. Lauf mal rüber! Da, bitte! Ich habe nur noch 3 Schuss, das ist nicht so toll. Alter, Turner. Hab ihn erwischt! Mehr Munition, Daniels! Hier, Private! Oh. Ich dachte, das wäre ein Feind. Die Köpfe von unten halten! Na los, Bewegung! Das war der letzte von ihnen! Gut gemacht, Daniels! An der Brücke sammeln, Männer! Das war scheiße. Wir setzen die Mühle als Stützpunkt! Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Nicht noch eine Brücke. Alter Schwede. Das war knäpplig. Vom Leben her. Scheiße! Oh nein! Auf sie schießen! Das war's. Oder hinten. Da ist noch einer. Schon viele. Mann. Na, wo ist er denn? Da? Aus dem Kettenfahrzeug. Okay. Alter Schwede. Warte mal, ich geh mal wieder da hoch. Da oben war doch. Scharfschützengewehr. Den treffe ich nicht so gut. Steck doch mal die Rübe raus. Oh. Doch, voll daneben. Ah, ich darf einen Medipack nehmen. Sehr geil. Sie greifen im Norden an. Ich geh mal nochmal runter. Hier oben ist gar nichts. Hier sehe ich nichts. Ist der down? Ja.
besessen. Werfe eine Granate! Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Irgendwas mit Kettenfahrzeug hat er gelauert. Jetzt gehe ich mal hinweg. Das fucking Kettenfahrzeug. Wir haben sie zurückgeschlagen. Wachsam bleiben. Wir warten auf Pearson und rücken dann zum Sammelpunkt vor. Stiles, Daniels, zu mir. Ich brauche Munition, Sir. Hier, Private. Danke. Gut, ich treffe mich bei Turner. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Stiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn's dich interessiert? Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Das ist nicht so gut. So, das war die Todesfabrik. Jetzt kommt der Hügel 493. Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Das hoffe ich auch. Gucken wir mal, was abgeht. White Dog 1-6 mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Folgen! Sofort! Na, wunderbar. Ranbleiben! Na los, na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl. Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Oh, ich mag den nicht, den Pearson. Der ist blöd. So. Oh.
Alter. Ich will da nicht unbedingt hin. Halten wir drumherum. Wir müssen auf diesen Hügel rauf. Unten bleiben und vorrücken. Die Leute durch die Gegend. Hamburger Hill war was. Ohne Zielen ist nicht. Ich bin nur dabei. Granate! Bin ich auf die Nüsse da jetzt? Granate geworfen! Oh. Oh, die Granate habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ja, die Kopfhörer. Scheiße. Ich da Private Dingsbums. Jetzt muss ich um den rumschießen. Von meiner Nase weg. Wo ist überhaupt hin? 70 Meter dahin, ja toll. Alter ist gut. Immer heiter weiter. Wo schießt denn hier was? Ich sehe überhaupt nichts. Nacheinander aus. Mhm. Schon in den Arsch geschossen. Ja, dem konnte ich jetzt nicht helfen. Das war. Er lag mitten in der Schusslinie. Zum Munition? Dankeschön. Alter! Nur noch zwei Schützen! Ich bin noch fest, so, MG hab ich. Ein MG? Au, da drüben. Schön, dich zu sehen, Kumpel! Was zum Teufel haben Sie sich gedacht?
ab! Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant! Daniels! Sag, wenn du bereit bist! Den Kopf runter und los! Da Feuer geht! Vorrück! Los, los, los! Deckungsfeuer! So. Parker, vorrücken! Hey, auf Deckung! Das LG ausschalten! Unterfeuer unterdrückt! Warte auf dein Zeichen! Parker, vorrücken! Bin unterwegs! Feuer auf das LG! Deutsche kommen aus dem Grenz! Granate! Das LG weiter unter Druck setzen! Och nö, Alter, da stand einer in meiner Granate. Ich raste aus. Den Kopf runter und los! Ich glaube, ich schreibe meistens mal keine Granate hin. Los, los, los! Auf dem Weg! Ja, oh, war klar. Ich brauche Deckung! Ich hol mir die Ladung! Ich hab sie! Ich versuch's! Auch Deckungsfeuer! Ich hab eben besser geklappt beim ersten Mal. Ja, du gib mir doch mal Deckung. Jetzt kann ich nicht lang an der Seite. Ja, ich merke davon nichts, dass ihr mit Deckung geht, Jungs. Ladung platziert, zurück! Bumm! War unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den das Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? So 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie ab. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Oh, eben hat er aber der Ton eine kleine Macke, glaube ich. So. Gut, hinter die Tür gucken wir dann nächste Folge. Bis dann. Daniels, öffnen Sie die Tür.